Die Kombi Nummer 4 ist und richtet sich an die Fortgeschrittenen. Und das ist der gesprungene Drehkick zum Kopf. Der ist nicht so einfach im Kampf anzubringen. Da braucht man eine kleine Vorkombi vor, damit man auch Platz bekommt und dann hinterher springen kann. Ich zeige euch das mal kurz in der Zeitlupe. Ihr geht rein mit Jab Punch Front Kick und mit dem Front Kick macht ihr euch schon gut Platz. Dann habe ich jetzt auch die Distanz, um nach vorne reinzugehen. Leicht anspringen und Kick zum Kopf. Zeige ich euch nochmal. 3, 4 Stück davon. Nochmal von hier. Ab. Und nochmal. Auch nochmal von hier. Platz holen. Ab. Ja, dann bekommt ihr den Platz durch den Frontkick erst. Und dann könnt ihr die auch mit ein bisschen mehr Ruhe schön durchziehen. Ausprobieren.